Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ist der EJ6 gerade raus. Der EJ9 von dem Stinker da ist rein. Ja. Und zwar wird da jetzt die SRS 60 eingebaut. Da unten ist das gute Stück. Wir hoffen, dass natürlich direkt alles klappt. Ja, bekanntlicherweise beim Civic, die Schrauben am Cut, die sind meistens Fritte. Wir hoffen natürlich nicht, sodass wir die direkt rauskriegen. Ich würde sagen, wir bereiten mal alles vor, dass der Karren auch aufgebockt ist. Dann sehen wir uns gleich. So, das Auto ist semi-professionell aufgebockt. Ja, also es ist jetzt jeweils links und rechts einmal so ein Unterstellbock drunter. Wobei ich auf der linken Seite, da sieht man es im Bild. Mann. Deutsche Da links sieht man es im Bild, ja. Da habe ich noch einen Wagenheber gelassen. Das heißt also zur doppelten Absicherung, weil ich ein paranoider bin und naja, gut. Ich leg da mal los, würde ich sagen. Teil 1 ist runter, Endschalldämpfer ist weg. Heißt also, nur noch Mittelschalldämpfer vorne am Cut abmachen. Schauen wir mal, wie es geht. Einmal nach vorne. Bitte schön. Okay. Merci. Ja, und leider haben wir wieder ein Fail-Video in der Reihe, weil die Schraube vom Cut, die drei Stück, die wollen sich einfach nicht lösen. Ich habe auch schon alles probiert, eingesprüht, versucht mit der Drahtbürste sauber zu machen. Das Problem ist, dass die Muttern auf der einen Seite hier einfach schon komplett rund gedreht sind. Ich weiß auch nicht warum, also irgendwann war der mit Sicherheit mal ab, weil das Hitzeschutzblech hier auch fehlt. Oder irgendwie weggegammelt ist auf jeden Fall schon mal. Und das ist natürlich super, super ärgerlich. Weil wir natürlich gehofft haben, das Ganze heute zumindest über die Bühne zu kriegen. Da ihr ja wisst, ich habe in der Garage keinen Strom, kann ich das auch nicht abflexen. Heißt also, wir müssen uns irgendwie einen Plan B überlegen. Ich habe auch erst mit Philipp darüber diskutiert, ob wir am Hosenrohr die beiden Schrauben abmachen. Aber falls da eine abreißen sollte, wäre es natürlich auch extrem ungünstig. Heißt nämlich, da müsste ein neuer Krümmer her im Zweifel.
Und ja, das ist halt alles so ein bisschen blöd, weil das Auto ja auch irgendwie immer einsatzbereit sein muss. Deswegen müssen wir uns mal was überlegen. Leider wieder ein Fail-Video, aber ich hoffe, ich finde jetzt noch irgendwas, was ich noch mit dran schneiden kann. Und aufgrund der Enttäuschung des gestrigen Tages stehe ich wieder hier in der Garage. Ja, der EJ6 hat seinen Weg wieder hier reingefunden. Damit ihr natürlich trotzdem irgendwie was zu sehen kriegt, baue ich jetzt schon ein paar Teile aus. Das heißt, für euch wird es eine Timelapse geben und ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich den Trümmer ein bisschen nach hinten schieben kann, sodass ich Platz habe, die Scheinwerfer auszubauen und die Rückleuchten. Und für alle Nicht-Honda-Fahrer unter meinen Zuschauern, die sich fragen, warum ich denn die ganze Schürze abnehme, wenn ich ja eigentlich nur an die Scheinwerfer möchte. Ich zeige euch das mal. Und das Problem ist einmal hier die Schraube. Und hier die Schraube. Ja. Heißt also, nur die beiden oberen lösen, bringt nichts. Sondern man muss leider auch die beiden seitlichen lösen. Heißt also, es ist immer mehr Aufwand, als man eigentlich haben möchte. Aber dafür passen auf den Civic eigentlich auch so gut wie alle Civic-Teile. Also von anderen Modellen. Von daher, naja, irgendeinen Haken muss es immer an der Sache geben. Ja. Ich würde sagen, ich gebe jetzt Gas, baue die einmal aus und dann... Die beiden Scheinwerfer sind jetzt raus, hier der eine, da vorne der andere. Ja, jetzt mache ich noch eben kurz die Schürze dran und dann schauen wir uns die mal genauer an, die Scheinwerfer. So, Schürze ist dran gesteckt und dann schauen wir uns die jetzt mal an. So, Scheinwerfer Nummer 1, man sieht hier oben, dass der Klarlack ein bisschen matt ist.
Es geht hier über die ganze Fläche. Ich guck mal, ob ich das rauspoliert kriege oder ob das so bleibt. Scheinwerfer Nummer 2 hat das gleiche Problem. Na, da sieht man das jetzt ein bisschen. Genau. Hier. Ja, wie gesagt, ich schaue einmal, ob sie das rauspolieren lässt. Ansonsten muss es hier oben einmal abgeschliffen werden, sauber. Und dann nochmal mit Klarlack drüber gegangen werden. Bei dem anderen dann entsprechend auch da oben. Aber das ist ja nichts, was man nicht lösen kann. Also ich denke mal, die sehen trotzdem sehr, sehr gut aus. Vor allem, die haben eine E-Nummer dafür, dass die so schwarz gekauft wurden. Ja, also das sind keine Original Honda, sondern das sind jetzt TYC, glaube ich, heißt die Firma. Heißt also, dass das quasi Nachbauten sind. Nichtsdestotrotz, ich werde einmal schauen, ob ich das rauspoliert kriege. Ansonsten, wie gesagt, werde ich sie vielleicht nochmal aufbereiten. Neu kosten die Dinger übrigens 150 Euro. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber sie tun ihren Dienst, sehen gut aus. Und naja, das ist alles, was zählt. So, jetzt machen wir uns mal an die Rücklichter. So. Das sind die Rückleuchten, das sind Facelift-Style-Rückleuchten. Und ich würde sagen, den geht es jetzt auch direkt an den Kragen. Hinter dem schönen Kofferraumteppich bewegt sich die Außenseite der Rückleuchte. Also es ist nicht wie beim EJ9, dass man eine kreplige Verkleidung abmachen muss. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, damit mache ich jetzt auch mal weiter. Damit ihr nicht im Kofferraum liegen müsst, quasi als Zuschauer, werde ich das Ganze jetzt ganz entspannt ausbauen und euch gleich das Endergebnis zeigen. Ja, also es dauert vielleicht noch ein paar Minuten. Und dann zeige ich euch mal den Zustand der Rückleuchten, ja, und dann gucken wir mal, ob wir die wieder anständig sauber bekommen. Die Facelift-Style-Rückleuchten sind auch ausgebaut. Ja, wie man sieht, hier haben sie noch ein bisschen Gammel. Das gilt es gleich zu Hause zu beseitigen. Ja, und dann können die nämlich auch langsam aber sicher weg. Vielleicht hier nochmal mit dem Heißluftföhn rein, sodass das alles hier auf jeden Fall verdunstet. Muss ich mal schauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war zumindest, was das angeht, ein sehr erfolgreicher Tag. Hat alles direkt so geklappt, wie ich das wollte. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich werde jetzt alles einmal zusammenräumen, ja, und das ganze Werkzeug wegpacken, da ich gleich auch noch was anderes machen muss, leider. Heißt also, ich werde das jetzt alles in den Fiat räumen und damit nach Hause fahren. Und ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich auch wieder. Ja, und man sieht es bereits, ich bin wieder am Video schneiden, ja, das ist das Video, was heute Abend online kommt. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja noch gar nichts am Ende gesagt. Also das mit der R60 hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Das ärgert mich natürlich selber ein bisschen. Nichtsdestotrotz soll mich das natürlich nicht abhalten vom Videos machen. Ja, also manchmal ist das halt auch so. War mir allerdings von vornherein bewusst, dass es irgendwo scheitern wird. Und für alle die, die jetzt sagen, ich hätte ja die Schrauben am Hosenrohr lösen können, ja, das haben wir versucht. Das Problem ist allerdings, dass die Nuss lustigerweise zu lang war. Also die 14er Nuss war zu lang und ich hatte keine kürzere da, sodass ich die 1,5 Zoll Knarre nicht draufpacken konnte. Und alles andere hätte einfach zu wenig Hebelwirkung gegeben. Ja, nichtsdestotrotz habe ich ja hoffentlich noch einen halbwegs sinnvollen Beitrag im Video gehabt, ja, mit dem Ausbau der Rückleuchten und Scheinwerfer. Das heißt also, es wird in Zukunft beim EJ6 direkt an die Karosserie gehen. Ja, also die nächsten Videos werden sich damit dann befassen, sodass das Auto schnell auseinandergebaut ist und ich anfangen kann, so ein paar Motorteile schon mal rauszunehmen, ja, sodass der ganze Motor quasi in einem Teil rausgehoben werden kann. Dafür muss ich allerdings noch die Garage ein bisschen aufräumen und umbauen, ja, also das Schwerlastregal aufstellen und die Reifen bzw. Felgen einmal rausholen. Wenn ihr wollt, könnte ich da auch direkt ein Video von machen, ja, ansonsten dann nicht. Ach ja, und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Ich hoffe, ihr seid Abonnenten, wenn nicht, dann könnt ihr das da unten tun. Ja, lasst ein Like da, einen Kommentar da, teilt das Video fleißig.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.